Also hier sehen wir unseren VW Up GTI in der traditionellen roten Lackierung. Wir haben typische GTI-Insignien an der Front mit roten Streifen im Kühlergrill, GTI-Badges, 17 Zoll Leichtmetallräder, rote Bremssättel. Auch an der Seite eine Beklebung mit zwei schwarzen Streifen, die an den Ur-GTI von 1976 erinnern sollen. Ja, mit dem vergleicht Volkswagen auch den Up GTI, denn die Fahrleistungen sind auf ähnlichem Niveau, auch das Gewicht auf ähnlichem Niveau, und somit soll er tatsächlich hier besonders junge Klientel sozusagen das puristische Fahren näher bringen. Mir persönlich gefällt er optisch gut. Die einzelnen Elemente, die verbaut sind, machen ihre Sache gut. Auch im Innenraum alles soweit in Ordnung. Wir sind immer noch natürlich hier im Kleinstwagensegment und dementsprechend findet auch die Materialanmutung oder Auswahl, naja, immer das etwas günstigere Material, sagen wir mal, aber nichtsdestotrotz, wer ihn abkennt, weiß, der ist ordentlich verarbeitet. Da fehlt sich nichts. Für 16.975 Euro geht's los. Dann gibt es drei Türen und eine Klimaanlage und eine Freisprecheinrichtung und ein paar andere kleine Details. Und ansonsten unter der Haube arbeitet ein 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 115 PS. Der schafft es in 8,8 Sekunden auf 100 und Topspeed sind dann 196 km/h. Anfühlen tut sich das Ganze gut. Der Motor ist sehr quirlig, dreht wunderbar hoch, macht hier auf kurvigen Landstraßen rund um Monaco wirklich viel Spaß. Schauen wir auch mal hier in den Innenraum. Das Piepen bitte nicht stören lassen. Nein, ich habe die Zündung natürlich an. Ja, wie wir hier sehen, das typische Karo-Muster ist natürlich auch im Up GTI verbaut. Ansonsten viel aus der bekannten Großserie vom Up, außer das Lenkrad, das ist neu. Das ist das typische GTI-Lenkrad mit roten Ziernähten. Ja, was halte ich vom Up GTI? Insgesamt ein wirklich sehr, sehr schönes Auto. Ein guter Einstieg, macht viel Spaß. Allerdings fehlt mir so ein bisschen mehr Identität zum GTI. Während die größeren Modelle Polo und Golf mit eigenen Triebwerken aufwarten, haben wir hier tatsächlich nur ein Leistungsupgrade via Software, und ansonsten das Fahrwerk, naja, gut, es ist zwar etwas tiefer gelegt, wir haben breitere Reifen mit der größeren Einpresstiefe, somit haben wir auch hier etwas bessere Straßenlage, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach eher ein kleines Einstiegsfahrzeug in die GTI-Welt als für mich ein echter GTI. Der beginnt für meine Begriffe tatsächlich erst im Polo-Segment, und wer tatsächlich dennoch einen Einstieg oder ein kleines spaßiges Fahrzeug sucht, wird hier mit dem GTI sicherlich viel Freude haben. Ich für meinen Teil möchte jetzt tatsächlich euch in den Fahrteil überbegleiten, und den habe ich tatsächlich ganz normal in traditioneller Machart mit dem Kopfband durchgeführt. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst mir bitte einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Gerne Kommentare unten in die Kommentarbox und ein Abo, darüber würde ich mich auch freuen. Also tschüss und dann, der Ubi.
Nach 250 Metern bitte rechts abbiegen auf Boulevard de la Corne d'Or. Bitte rechts abbiegen. Thank you. Just one second. Oh, okay.
Ach ja,